Im heutigen Podcast quatschen wir über eine weitere Beta-Instanz, nämlich die Bloodmaul Slack Mines. Okay, bevor wir jetzt richtig loslegen, einmal nochmal kurz was in eigener Sache. Ihr werdet es vielleicht am Intro schon gesehen haben, dass sich der Name verändert hat. Ihr werdet es am Kanal gesehen haben, der Name hat sich verändert. Wundert euch also nicht. Ich weiß, ich gehe vielleicht ein bisschen auf den Senkel, da ich das jetzt in jedem Video erwähne. Aber ich will einfach nicht, dass die Leute das nicht mitbekommen. Das heißt, der Kanal wird ab jetzt Reforged heißen. Da wird aber programmtechnisch nichts anders laufen. Also das wird immer noch so weiterlaufen wie jetzt. Das Einzige sind so Kleinigkeiten, wie die stilistischen Mittel, wie ihr gerade am Intro gesehen habt oder wie ihr jetzt an dieser kleinen Einblendung gesehen habt, wer gerade im Podcast mitwirkt. Ich meine, ich vergesse halt oft genug zu sagen, wer mit mir im Podcast dabei ist. In dem Sinne, wenn ich jetzt alleine quatsche, ist das natürlich eher Quatsch, das einzublenden, aber wir ziehen das hier straight durch. Und so ein bisschen stiltechnisch habe ich das so ein bisschen verändert. Nicht allzu hart, aber so ein bisschen halt. Auch die anderen Formate werden dann so ein bisschen stilistisch anders sein, so Kleinigkeiten halt. Ist jetzt nichts, was unbedingt ins Auge fällt, aber ich habe jetzt die Chance einfach mal genutzt, das einfach so ein bisschen nochmal aufzufrischen, damit mir das halt auch besser gefällt und so. Ihr habt gestern gesehen, das Quiz war halt auch noch in dem alten Style, nenne ich es mal, mit der alten Schriftart und so weiter. Das war halt, weil ich das schon fertig hatte, bevor ich mich dazu entschlossen hatte, das alles so umzubenennen und umzudingsifizieren. So, genug der Nerverei. Ich hatte eingangs versprochen, dass wir heute so ein bisschen über eine weitere Beta-Ini quatschen. Ich hatte ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich das mal jetzt irgendwie immer mal wieder so einstreuen werde, über die Inis zu sprechen, ob ich jetzt das so durchziehe, jede Woche eine neue Ini mache oder zwischendurch mal ein anderes Thema mache, damit es nicht langweilig wird, ist wie gesagt noch aktuell. Ich habe mich aber entschlossen, diese Woche dann doch nochmal über eine Ini zu quatschen. Die aus dem letzten Podcast, die wir nicht ganz so durchgelaufen sind, wo wir dann beim dritten Boss versagt sind quasi, die hatten wir jetzt abgehandelt. Und danach hatte ich noch so ein bisschen angerissen, die Bloodmaul Slack Mines, also die Blutschlägerminen heißen sie, glaube ich, in Deutsch. Bin gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber da habe ich halt gesagt, da waren wir beim ersten Boss und sind dann da kläglich dran gescheitert. Jetzt sind wir dann nochmal reingegangen und es lief besser. Lasse das Material, wie ihr schon gemerkt habt, hier einfach im Hintergrund mal so ein bisschen laufen. Und dann könnt ihr euch ja selber einen Eindruck machen. Wahrscheinlich kennt ihr es aus 1000 verschiedenen Videos schon, wie das da aussieht, aber ich kann ja ruhig auch mal meine Meinung dazu so ein bisschen ausdrücken. Dafür seid ihr ja hier, hoffe ich, zumindest. Also rein vom Style her, weiß ich nicht, dieses ganze Feuergematsche da, Feuergedöns, ich bin es ehrlich gesagt so ein bisschen leid. In der Schlacht um Urgrimmar hatte man da ja auch immer so viel Feuer und unter der Erde und höhlenmäßig, na, ihr wisst, wie ich meine, da bin ich so ein bisschen überdrüssig, wenn ich ehrlich bin. Muss ich nicht haben. Stört mich jetzt nicht wirklich an der Ini, aber styletechnisch fand ich da die andere, die ich im letzten Podcast besprochen habe, von der ich jetzt vermeide, den Namen auszusprechen, weil ich es nicht kann. die fand ich stylischer irgendwie. Also dieser Drehnei-Style, den fand ich schon cool, als diesen komischen Feuer unterirdischen Minen. Sowieso, was hat Blizzard eigentlich mit ihren ganzen Minen? Ist mir aufgefallen, dass irgendwie
in gefühlt jeder zweiten Innie irgendwo irgendwelche angeketteten Leute stehen, die mit irgendwelchen Spitzhacken da rumhacken müssen. Achtet mal drauf. Überall. In dem Fall diese Zetec-Viecher, diese komischen, heißen die Zetec? Ich weiß nicht. Die sind halt in den Zetec-Hallen in der Innie. Diese Vogelfiecher halt. Aus den Terokar-Wäldern. Ihr wisst, welche ich meine. Die sind damit zu hacken, unter anderem auch noch andere, und hacken da frisch rum. Also das ist wohl irgendwie eine Ogermine, wo die dann andere Völker versklaven und wir rennen dann halt durch, um die zu befreien oder was weiß ich, wie die Geschichte da sein soll. An für sich, ja, ist die Innie relativ abwechslungsreich, was die Bosse angeht. Wir haben 4 Bosse und die ersten beiden kann man dann in einer beliebigen Reihenfolge legen. Wir haben es so gemacht, dass wir, glaube ich, zuerst, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach rechts gegangen sind. Man hätte, glaube ich, aber auch nach links gehen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe jetzt da irgendwie keine Barriere gesehen. Kann auch sein, dass man erst rechts den machen muss und dass es nur Zufall war. Ist halt so kreisrund, quasi 3 Stück in einem Kreis und dann nochmal weiter oben ein. Obwohl man halt erst die beiden links und rechts machen muss, bevor man die am oberen Rand den Boss überhaupt machen kann, weil da so eine Mauer noch ist, die ja halt verschlossen ist, ne? Ja, dann haben wir halt den einen Boss gemacht, der war, ja, den hatte ich ja schon mal ein bisschen anerklärt, nenne ich es mal. Der ist so hin und her gesprungen, hat Leute auch irgendwie in so, ja, Felsengefängnisse eingeschlossen und dann hat er draufgehauen. Weiß ich nicht, ob man bei dem irgendwie besonders was beachten muss. Wir haben jetzt einfach draufgehauen, so gefühlt. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel beachtet. Ich kannte die Bosse jetzt halt auch nicht. Ne, war halt auch zum ersten Mal drin. Das heißt, was man da sieht, ist auch wirklich das erste Mal, dass ich wirklich so drin war. Abgesehen jetzt von dem einen kurzen Mal, wo wir beim ersten Boss gewiped sind. Diesmal hat man eine etwas bessere Gruppe. Dachte ich zumindest am Anfang, war auch so, hinterher haben wir dann ein paar Leute ausgetauscht, mehr oder weniger unfreiwillig. Jedenfalls, ja, bei dem habe ich jetzt nicht wirklich viel beachtet. Das war halt so ein Ogre. Den haben wir einfach so umgehauen. Ich weiß nicht, der konnte jetzt nicht so besondere Sachen, meiner Meinung nach. Warum wir da so gescheitert sind beim letzten Mal, weiß ich gar nicht, aber naja. Lag vielleicht auch an der Gruppe. Ja, der hat halt, wie gesagt, das war so ein Felsen-Rumschieß-Boss irgendwie. Kann man jetzt nicht mehr viel zu sagen. War jetzt relativ unspektakulär, fand ich. Der sprang halt ab und zu mal so durch die Gegend, aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, Innovation pur oder so. Ich trinke mal eben einen Schluck. Kennt ihr das? Ihr trinkt den ganzen Tag nicht und dann habt ihr auf einmal Durst und seid aber gerade am Podcast aufnehmen. Kennt ihr bestimmt. Ist doof. Aber was will man machen? Ha. Pfirsichnektar, Leute. Voll gut. So. Wo war ich stehen geblieben? Achso. Ja gut, nachdem die down war, sind wir dann zügig zum zweiten Boss gegangen. Und da kamen uns schon so Feuerelementare entgegen. Da dachte ich mir schon, oh, okay. Da kommt ein bisschen Abwechslung rein. Der erste war so steinig, der wird jetzt so lavamäßig. Ja, halt die Elementare alle gekillt und so. Dann kam dann etwas größeres Elementar, wo ich erst dachte, das wäre der Boss gewesen. Habe ich nochmal kurz auf die Karte geguckt, habe gesehen, das Gesicht sieht aber nicht elementar, feuerelementarmäßig aus, das kann gar nicht der Boss sein, das war halt nur so ein Zwischenviech da. Naja, den auch noch umgehauen und dann waren wir beim Boss, da kam dann halt die Ernüchterung so ein bisschen bei mir im ersten Moment, weil ich mir dachte, ja, ich dachte, es kommt da so ein Elementarboss, war im Endeffekt dann auch wieder nur ein Ogre. Aber okay,
Dann haben wir den so ein bisschen gehauen und mir wurde relativ schnell klar, irgendwie geht die Leben relativ schnell runter und das heißt ja meist nichts Gutes, wenn die Leben bei einem Bus schnell runtergehen. Ich meine, im Endeffekt heißt es was Gutes, aber wenn die halt unverhältnismäßig schnell runtergehen, im Verhältnis halt zum Gier und so weiter und der dürfte halt nicht so schnell sterben, dann wird einem klar, das wäre zu leicht gewesen, da passiert noch was. Und so war es auch, nachdem der gestorben war, beziehungsweise tot war, kam dann noch so ein Elementar aus dem Feuer gesprungen und das musste man dann auch noch irgendwie umbauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Elementar oder der Ogre bei diesem Boss halt diese Voids gemacht hat. Einer von beiden halt hat immer so graue Staubwolken auf dem Boden um sich herum gemacht. Und da musste man dann schnell rauslaufen, ansonsten wurde man halt gestand wurde man. Ja, ist halt, wie ich auch schon erwähnt hatte im vorherigen Podcast, ist mal wieder ein bisschen eine Movement-Sache, die ich ganz gut finde, weil ich mag dieses stumpfe Gestehe und draufgekloppe, ja, jetzt irgendwie nicht so, also das ist halt ganz schön, dass man so einen Boss hat, wo man moven muss und natürlich werden einige sagen, ja, aber nach einer Zeit ist es halt voll nervig, wenn man da immer noch rummoven muss, ja, aber ich sag mal, irgendwann, ich denke mal, wenn es nervig wirkt, bist du halt sowieso an dem Punkt, wo du dann so overgeht bist, dass in dem Quark halt auch stehen bleiben kannst. Vermute ich, hoffe ich, dass ich dann erst an den Punkt komme, wo es mir zu blöd wird, da immer rumzumoven. Also von daher finde ich Movement gar nicht schlimm. Ich finde es halt schlimmer, immer nur bei jedem Bus rumzustehen und immer nur dasselbe zu machen. Also da finde ich Movement eigentlich schon ganz schön. Ich überlege gerade, hat der das auch mit den Magma-Dingern? Ich glaube nicht, so Magma-Strahl. Ich glaube, das war der allerletzte, also der vierte, der das gemacht hat. Dazu kommen wir aber ein wenig später. Ganz lustig war noch, als wir auf dem Weg vom ersten zum zweiten waren, da stand ich halt vor dem Eingang zu diesem Korridor halt, wo dann am Ende der Boss steht und warte so auf die anderen, weil ich irgendwie schneller war, warum auch immer. Die haben da irgendwie noch ein Picknick gemacht oder was weiß ich und stehe und denke, so langsam müssten die doch mal da sein. Wann kommen die denn? Mach die Karte auf und sehe, dass sie wieder zum Eingang gerannt sind. Da habe ich mir schon gedacht, der erste Boss lief zwar ganz gut, aber ich weiß ja nicht, naja. Relativ schnell haben sie dann gemerkt, dass sie falsch sind, sind dann wieder umgedreht und waren dann wieder da. Ich meine, man kann sich ja schon mal verlaufen, aber wenn man die Karte aufmacht, naja. Egal, der Bus lief dann halt auch noch gut, die haben wir beide First Try gelegt. Ich habe halt einfach mal da rausgeschlossen. Zuerst dachte ich, da sind welche bei, die die Bosse kennen, aber als ich dann gesehen habe, dass sie alle zum Eingang gerannt sind, wusste ich, hier war noch keiner von denen. Niemals. Naja gut, jedenfalls da lief's noch und dann ging halt diese Flammenwand runter vor so einer Brücke. Die Brücke klappte runter und dann war da halt eine Brücke, wo dann so Gegner, Trash-Gegner halt drauf standen. Die haben wir dann ja relativ schnell umgeklotzt und dann kam so ein Elementarboss halt irgendwie am Ende der Brücke und der war echt cool. An den sind wir glaube ich auch einmal oder zweimal, ich glaube einmal gewiped, aber der war cool. Den kennt ihr vielleicht aus verschiedenen Videos schon, der ja, an dem steht man dann halt und der wirft dann von Zeit zu Zeit so große Magma-Gesteinsball-Dinger, so Riesenkugeln halt.
Und ich habe es irgendwie geschafft, am Anfang in jeder von diesen Kugeln drin zu stehen, bis mir dann der Golem, der halt mit war, kennt er aus unserer Gilde und so, voll gut, bis der mir halt gesagt hat, da sind doch riesige Voids uns am Boden. Und als ich da mal drauf geachtet habe, okay, ja, da kommen halt, bevor der irgendwo eine Kugel hinwirft, kommt halt der an die Stelle, wo der die gleich hinwerfen wird, eine Riesenvoid. Und da kann man dann relativ schnell rausgehen. Obwohl, auch wenn man sofort reagiert, ist es schon ziemlich knapp, bis die aufschlägt. Also man muss schon schnell reagieren. Und gerade als Melee ist es dann halt ein bisschen blöd, wenn man halt direkt da ist, wo die Kugel aufschlägt. Wenn man jetzt weiter hinten steht als Range oder so, sieht man ja, okay, die schlägt jetzt rechts ein, dann gehe ich mal nach links, so, weil die halt auch noch eine Zeit braucht, bis die nach hinten gerollt ist. Aber dafür halt die Void Zones, wenn man das als Melee auch geht. Und als ich das dann gecheckt habe, da lief's dann. Ab und zu hat er dann noch so irgendwie so Wind gemacht. Man kennt das von verschiedenen Bossen. Jikun zum Beispiel, wo der einen von der Plattform fegen will. Oder der Wind bei dem einen Boss aus der... Ich hab den Namen der Belagerung des New Sau... Nee. War das der Tempel? Ich will nichts Falsches sagen. Es gibt eine Ini, da ist man auf so einer kaputten Brücke. Und da weht einem der Boss immer so zurück. Sowas halt, so ein Wind halt, nur in Orange. Den gab's auf der Brücke, der hat einen nach hinten geworfen oder nach hinten geschoben und man konnte halt da entgegenlaufen. War auch ein netter Boss, war auch nicht dieses stumpfe, ich stehe hier und hau drauf. War wieder viel mit Gemove und so weiter und so fort. Mehr davon, bitte. Und damit fing dann im Endeffekt auch die Misere an. Einmal sind wir da gewiped. Ist okay, wenn keiner den Boss kennt und so. Alles kein Problem. Aber was danach kam, Leute. Was danach kam, das war ja gruselig. Irgendwie ist dann, ich glaube, den Boss, diesen Magma-Boss, da stand am Ende nur noch Golem und ich, weil alle weg waren, tot waren halt. Was für unsere Qualitäten spricht, wenn ich das mal hier so anmerken darf. Wir sind ja schon gut. und dann sind sie irgendwie abgehauen, alle irgendwie. Ich vermute mal, ich möchte ja keinem was Böses unterstellen, ich vermute mal, die haben gedacht, das wäre der Endboss gewesen. Hoffe ich mal. Ansonsten gibt's halt keinen Grund zu gehen, weil wir hätten ja weitergemacht, ne? Naja, dann hatten wir halt irgendwie neue Leute dabei. Also sind jetzt nicht alle gegangen, aber so ein paar halt, ein oder zwei. Und ja, da hatten wir irgendwie so einen neuen Healer und der Hunter hat ständig gepullt und ach, das war irgendwie, naja. Dann habe ich halt gesehen, der Healer steht halt auf der Stelle, ich laufe ein Stück vor, will zum Trash gehen, halte an, sehe, der Healer steht immer noch da, warte, denk mir, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Disconnect oder so, man weiß es ja nicht, denk mir, pulse mal nicht, und wer kommt von hinten, wer kommt, dreimal dürfte raten, du nach vorne bitte, ach, der Hunter, ja, richtig, und schießt erstmal schon drauf, und ich denke mir so, Alter, was ist mit dir los? Also da trifft halt dieses Hunter-Klischee schon zu, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ne? Ich bin ja gegen Klischees, aber da trifft es durchaus zu. Wir sind dann natürlich gestorben, weil der Heiler nicht da war und dann kommt halt der Spruch, oh guys, Healer ist AFK oder so. Ich weiß gerade nicht mehr den genauen Wortlaut, man wird es im Video noch sehen. Irgendwie, sowas hat er halt geschrieben, irgendwie, wir haben gerade keinen Heiler oder... Und da habe ich mir gedacht, ach, nee, na, was ist denn mit dir los? Was meinst du, warum ich nicht gepult habe? Naja, egal. Dann haben wir den halt rausgeschmissen, weil er ewig nicht in Ordnung kam und haben dann neuen Healer gekriegt. Ziemlich schnell, muss ich dazu sagen. Und mit dem lief's dann, haben wir halt den Trash umgehauen und sind dann zum Endboss.
Ich überlege gerade, sind wir am Endboss gewiped? Nee, ich glaube nicht. Der war wieder, ja, die sind also die Inni ist generell nicht sehr schwer gewesen. Da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht in der Zeit, wo ich den Boss so ein bisschen erläutere. Der Boss war auch ein Oger wieder. Irgendwie bis auf einen Boss sind alle Oger. Kann man machen. Ich finde Oger jetzt nicht so geil. Es gibt ja auch Leute, die finden die total toll und so, aber ich finde sie nicht toll. Muss ich jetzt immer. Ich finde die nicht schön. Also Oger, nee, muss ich nie haben. Muss ich echt nie haben. Naja, der hat auch irgendwie immer, weiß nicht, ob das ein Magier war, aber der hat immer so Voids unter sich oder unter den Leuten halt gemacht, zumindest unter mir. Weiß nicht, ob unter den anderen auch, aber ich glaube schon. Und dann hat er ab und zu irgendwie so einen Strahl, so einen Feuerstrahl gecastet, wo ich dann erstmal nicht rausgegangen bin, weil, kennt ihr das, ihr kratzt euch gerade so am Kopf so? Ne? Ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat. Ich bin gekratzt. Ist egal. Ihr kratzt euch am Kopf und in dem Moment macht er irgendeine Attacke und dann denkt ihr euch, ja gut, jetzt mit dem Kratzen aufhören, die Attacke ist ja sowieso jetzt sofort vorbei. Aber dann macht er immer weiter und immer weiter und dann stehst halt blöd da. Das ist mir passiert. Normalerweise bin ich ja nicht so an der Gehe immer schnell aus dem Zeug raus, aber wenn der Kopf juckt, dann muss man halt Prioritäten setzen, Leute. Das geht halt nicht anders. So leid es mir auch tut. Ich muss jetzt auch mal einen Schluck trinken hier. Jetzt riecht mich alles so auf. So. Ja, Lava muss man halt ein bisschen mit dem Boss moven, wenn ich da gewusst hätte, der ich ihn wahrscheinlich irgendwie anders gezogen hat. War so ein bisschen kreuz und quer da alles. Wenn ich gewusst hätte, der hätte so Voids irgendwo macht, dann die halt geblieben sind, soweit ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die irgendwann verschwinden, aber die sind halt, ja, die sind halt meiner Meinung nach erstmal geblieben. Wäre auch ein cooler Enrage-Timer eigentlich, oder? Wenn man so einfach kein Timer an sich hat, sondern einfach, wenn der Raum einfach mit Voids voll ist und du so viel Schaden durch die Voids kriegst, dass du dann halt stirbst. Gibt's sowas schon? Ja, Jikun so ein bisschen. Aber das ist ja auch nicht wirklich der Enrage-Timer. Wäre aber auch mal was Nettes. Finde ich. Dass man den Kampf irgendwie rausziehen kann, dass man vielleicht auch die Void kicken kann oder so. Vielleicht nicht jede, weil er so oft macht, dass nicht jeder kicken kann, aber damit so ein bisschen die Schwierigkeit noch da ist, aber an für sich fände ich das nicht schlecht. Wie fändet ihr das denn? So ein Void Enrage. Naja. Wie gesagt, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen anders gezogen, wenn ich gewusst hätte, was der macht, aber ja, hat ja geklappt so, ne? Weil die erste Inni, die wir so geschafft haben in der Beta. Ich bin stolz. Mal so als Vergleich fand die auch Hidon, auch Hini, ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid, ihr schreibt doch immer schön in die Kommentare, wie das eigentlich heißt, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann da nichts für. Verurteilt mich doch nicht. Was ist mit euch los? Also die erste aus dem letzten Podcast fand ich geiler. Sowohl von den Bossen als auch vom Style, obwohl der Style für mich halt immer irgendwie viel dazu beiträgt, dass ich eine Indie mag oder nicht, was vielleicht auch Sinn macht, aber selbst eine Indie mit totalen Scheißbossen, wenn die geil aussieht, mag ich die dennoch lieber als eine Bosse, als eine Gilde, die scheiß, eine Gilde? Ey, was ist denn los? Eine Indie. Heute bin ich echt durch. Was habt ihr mir in meinen Pfirsichnektar getan? Die wollen mich hier alle vergiften. Ich finde halt eine Innie, die schön ist und Scheißbosse hat, besser als eine Innie, die gute Bosse hat und scheiße aussieht. Ne? Obwohl die jetzt beides nicht so hatte. Die Bosse waren jetzt nicht so geil, fand ich, und schön war sie auch nicht. Fazit bisher finde ich die erste besser, aber wir gucken ja in den nächsten Wochen, wenn wir nochmal ein paar andere Innies gehen, dann gucken wir uns dann nochmal ein paar mehr an und dann vielleicht finde ich ja nochmal eine schönere oder so. Ich bin gespannt. Ich habe ja von den anderen ein bisschen was schon gesehen. Es gibt irgendwie eine so gartenmäßig, so urwaldmäßig halt.
Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich werde einfach mal sehen, was es da so gibt. Dann möchte ich jetzt die Zeit noch mal ein bisschen nutzen, um so ein bisschen über das Standard-Interface abzuhaten. Meine Damen und Herren, die ihr da mit einem Standard-Interface spielt, ohne Add-ons, und ich meine wirklich ohne Add-ons, nehmen wir mal DBM aus, aber so das Interface, ohne Add-ons, ohne irgendwelche zusätzlichen Buff-Dinger oder Anzeigen, einfach Standard-Interface, maximal irgendwie DBM oder so, was im Red Hat ziemlich nützlich ist, beziehungsweise Pflicht ist. Da hätte ich mal eine Frage. Wieso und wie vor allem? Ich komme da überhaupt nicht mit klar. Also ich habe ja von Anfang an halt mit nicht Standard-UI gespielt. Ich hatte halt angefangen und man hatte mir dann gesagt, ja, Add-ons, voll geil, pff, ne, ihr kennt das. So, und dann habe ich direkt so immer mein eigenes Interface gebaut, beziehungsweise halt auch fertig UIs runtergeladen, aber ist ja wurscht. Und in der Beta spiele ich halt mit dem Standard-Dings. Ich weiß, man kann auch irgendwie Add-ons da zum Laufen kriegen, aber ich stelle mich der Herausforderung. Und ich komme da voll nicht mit klar. Ich habe jetzt dann irgendwann während der Indie gecheckt, dass man die Lebensdinger, die Charakterlebensbalken, ihr wisst, was ich meine, von oben links halt auch woanders hin positionieren kann, aber ich finde halt anzeigentechnisch, da vermisst man allein so kleine Sachen wie Tidy Plates, wo man sich einstellen kann. Ja, wenn jetzt irgendwer anders aggro hat, sollte die Farbe so und so werden, da ich halt sehe, wer aggro hat, so, oder der ein anderer aggro hat, und das gibt ja gar nicht, oder eine Castleiste für mich, wenn ich die Armee ziehe, ich weiß nie, wann der Cast durch ist, außer wenn es halt der Effekt, der visuelle Effekt aufhört, aber, ich sehe halt gerne, okay, jetzt gleich kann ich meinen Knopf drücken und ich warte nicht, bis das Ende ist. So, wisst ihr, was ich meine? Also Standard, ich finde, das geht gar nicht. Vielleicht gibt's ja welche unter euch, die das Standard-UI auf der Standard-UI schwören. Natürlich verbraucht das weniger Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch Vorteile, aber ich finde es halt auch nicht schön, so vom Style her. Wisst ihr, was ich meine? Ich will das so altbacken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Standard-Interface so gefällt, beziehungsweise ob ihr da vielleicht auch mitspielt. Ich kenne da einige, die schwören da voll drauf und spielen nur mit dem Standard-Ding, maximal mal DBM oder so drauf. Schreibt doch gerne mal, warum und wieso. Würde mich echt mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Schreibt gerne mal eure Meinung zu der Inni in die Kommentare, ob ihr da jetzt selber drin wart oder in Videos gesehen habt oder so, könnt ihr ja mal dann auch noch dazu schreiben. Eure Meinung ist mir immer wichtig, das wisst ihr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut da rein.